Also, wenn wir hier die Figur haben, dann gehen wir einfach mal auf das Mesh und dazu betätigst du die Taste W. Einfach nur W drücken und dann siehst du hier das Mesh. Wie gesagt, vorher musst du die Figur natürlich gedreht haben und so weiter, so dass du sie eben stehend hier auf deinem Grid, auf deinem Gitter stehen hast. Und das wäre die Voraussetzung, dass wir weiterarbeiten können. Und du siehst hier ein Mesh, ein relativ grobes Mesh. Und das muss man erstmal vielleicht an ganz speziellen Stellen verändern. Zum Beispiel hier oben. Und dazu gehen wir in den Sculpt-Modus. Und wir gehen in die Brushes und da gibt es hier diese Einteilung Refine. Damit kann ich das Mesh hier oben feiner machen. Und du siehst es gleich. Du kannst eben auch hier die Größe von deinem Auswahlwerkzeug nehmen, aber auch die Stärke. Und da verändert sich das Mesh sofort. Ich habe jetzt die Stärke hier auf stark gestellt und du siehst, dass da ganz viele Triangles entstehen und das ist einfach ganz günstig für unsere Nachbearbeitung. Auch auf der Rückseite solltest du das machen. Einfach mal das Mesh hier an der Stelle verfeinern, damit wir hier eine genauere Bearbeitung machen können. Wenn ich mir die Figur hier so anschaue, dann ist hier einfach dieser Teil des Arms original, aber dieser Teil gehört eigentlich schon zu einem verwackelten Scan. Und wir nehmen dazu das Select-Werkzeug, gehen auf das Lasso, schalten hier also um und ziehen hier einfach mal so eine Linie und kreisen den Bereich ein, den wir löschen wollen und sagen X und wir haben gleich mal hier diese Fläche weggenommen. Wir müssen dann schon dazu fantasieren, ich sage es gleich. Und es sieht auch ziemlich brutal aus, aber es lässt sich hier nicht ändern. Wir müssen jetzt hier einfach das Mesh verändern. Du erinnerst dich, ich hatte dieses Teil ausgewählt. Mit dem Lasso schneidest du auch die gegenüberliegende Seite, wie du hier siehst. Was du mit dem Pinsel nicht machst, mit dem Pinsel bleibst du an der Oberfläche. Und wenn ich das jetzt eben lösche, dann entsteht hier so eine blaue Kante, eine Linie. Und wenn ich jetzt hier auf Analysis gehe, dann gibt es hier den Inspektor und der zeigt mir an, dass dieses Mesh hier repariert gehört und der macht es einfach so, indem du Auto Repair nimmst und er schließt diese Fläche ganz einfach hier so ab. Nun haben wir da eine Kante und die müsstest du halt eben abrunden. Und das ist eigentlich auch nicht schwierig. Du musst immer noch bestätigen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, zum Abrunden mit dem Sculpt-Werkzeug. Geh bitte einfach hier in die Brushes und wähle dir vielleicht ein Werkzeug aus, mit dem man gut abrunden kann. Ich empfehle hier mal dieses Robust Smooth oder Shrink Smooth. Damit können wir hier sehr schön einfach diese Rundung machen. Smooth verjüngt auch. Das heißt, die
Formen schrumpfen ineinander, wenn du siehst. Also ich kann hier quasi den Kopf einschmelzen. STRGZ macht wieder alles rückgängig. Und so kann ich wirklich diesen Arm wieder zu einer Armform formen. Im nächsten Video geht es weiter.